Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Und Leute, wenn wir auf die Uhr schauen, auf den Uploadplan, der jetzt aktuell auf Instagram in den Highlights immer gepostet wird, könnt ihr sehen, dass heute der erste Tag vom VBT-Freitag ist. Bedeutet jeden Freitagabend eine VBT-Runde. Heute erst einmal zum Start eine Qualifikation, weil ich nicht genau wusste, was ihr wollt, wo ich anfangen soll. Deswegen dachte ich, nehme ich zum Anfang eine Qualifikation von Punch, wo ich weiß, dass ich da Bock drauf habe, was glaube ich ganz nice wird. Ich weiß, das Logo ist vom VBT Splash, ihr könnt aber von irgendeinem VBT, whatever, irgendwas, was VBT-related ist, gerne vorschlagen. Bedeutet, ich werde mir jetzt fürs nächste Mal eins von den meistgewünschten Sachen hier drunter, unter diesem Video, raussuchen und darauf eine Reaction aufnehmen. Also egal ob Battle, egal ob eine Qualifikation oder whatever, was auch immer, Freunde. Muss kein Finale sein, muss keine Quali sein. Sucht euch irgendwas aus, was auch immer ihr wollt, dann werde ich so eins von den meistgelikten, was ich noch nicht gesehen habe und wo ich ein bisschen Bock drauf habe, werde ich mir fürs nächste Mal raussuchen. Heute aber, wie gesagt, zum ersten Mal, denn eine Qualifikation und zwar von Punch, Arroganz, Freunde, die VBT Splash 2013 Qualifikation, hatte ich einfach Bock drauf, hat mich angelächelt, kam direkt, wenn ich Punch Arroganz eingegeben habe und ich wollte nämlich irgendwas von ihm ansehen und da dachte ich, hey, zum Start eine Quali ist ganz cool, dann wisst ihr so ungefähr, wie das Format so ist, beziehungsweise was ihr mir vorschlagen sollt, weil ich mir nicht jedes VBT jetzt hier ansehen kann. Das ist viel zu viel und würde den Rahmen sprengen dafür, dass es nur einmal die Woche kommt. Deswegen schreibt mir hier Highlights drunter, die ich mir ansehen soll und dann werden wir hier zusammen ein bisschen Spaß haben, Freunde. Ja, jetzt erstmal die Quali von Punch. Let's go. Okay, kannst anfangen. Ja. Yo, leg das Mic hin, jeder weiß, dass deine Zeit, wenn ich komme, vorbei ist, weil ich Rapper hier zerfleisch. Ihr strengt euch an, für mich ist das Reste ficken, denn ich rette das VBT im Nachhinein per Splash. Ich in mein... Boah, er sieht noch so komisch aus, Mann, ohne die Tattoos mit diesem komischen Haarschnitt und dem komischen Bart irgendwie. Er sieht echt ganz anders aus, Mann. Räder rein, bring ich das gut rüber, wie Räder rein, fehlerfrei bis zum Zuhörer. Ich krieg das schon auf die Kette, Mann, jederzeit. Ihr wollt auch was auf die Kette kriegen, bringt die Räder rein. Aber lasst das Rap-Ding sein, echt, ich mein, ihr kommt nicht auf dieses Level. Wenn du mich hatest, brauchst du nicht zu betteln und fragen, denn Digga, du kriegst sie recht. Wenn er wie perfekt ist, kann... Boah, ich mag die Übergänge, Alter. Und natürlich ein alter Punch-Manier, guter Double-Time. Sehr, sehr cool gemacht bis jetzt. Nicht auf dieses Level. Wenn du mich hatest, brauchst du nicht zu betteln und fragen, denn Digga, du kriegst sie recht. Wenn er wie perfekt ist, kann niemand die Texte, die ich hier setze, überstehen. Über Rapper, die mit dessen kann man viele Dinge sagen, aber ich muss nicht darüber reden. Was ich meine, ist, das ist alles. Pfeifen sind die eigentlich nur das erreichen wollen, was ich zurzeit mit seinem Reim hinkriege. Hip-Hop kriegt immer mehr Fans, aber immer weniger davon, die Plan haben. Deshalb bleibt das Rap-Niveau auf Flow und Lyrik Sparflamme bei euch und reduziert sich. Oh, okay, also er ist auf jeden Fall nicht auf Sparflamme, Freunde. Er ist full dabei. Boah, und jetzt ist er einfach in dem Das ist Deutschrap Sticker-Album drin. Heftig, Mann. Ich glaube, bei Punch läuft gerade ganz gut, Mann. Freut mich auf jeden Fall für ihn. Euch und reduziert sich nur auf Witze-Style und jeden Scheiß, der nix mit Rap am Hut hat, aber halt irgendwie geil ist. Ich halte mich für einen besseren Rapper und wenn die ganze Community mich auch hatet wie es da, hat keiner außer mir so heftig polarisiert. Sowas passiert, wenn man trotz guter Leistung nun mal verliert. Und wenn das umgekehrt der Fall ist, wisst ihr selber, was passiert. Ist ja noch nicht so lange her, da kriegt man zu viel. Zu viel. Oh, zu viel, okay. Warte, was ist das für eine Crowd? Wer tritt hier auf? Ich weiß nicht, Freunde, ich weiß nicht. Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Okay, Sinorado Beat. Okay, ist anscheinend ein Track von Punch gewesen. Punch Arrogant, OBT Splash in 2013. Ich kriege Bett zum Double-Time, Rapper, der die übelste Zerbett zu meiner Gegner in den Battle geht. Ich nehme diese Fäden in die Hand und überlege nicht mehr lange, weil ich übernehmen werde und es schneller geht, als jeder gedacht hat. Punch macht den Anfang und außerdem das Battle groß, da sprengt die Show wie eine Explosion. Also fuck it, nicht so lange, fang an jetzt zu wogen. Okay. Okay. Fresh, Alter, boah. Der alte Punch ist wirklich krass, Mann, muss man sagen. Also, der hat auch frischen Winter reingebracht, glaube ich, Alter. Wir haben uns ja aus dem JBB, kenne ich jetzt ja so schon den Punch aus diesem Zeitalter, wenn man so sagen kann, ungefähr. Ist heavy auf jeden Fall, ist heavy. Punch macht auf jeden Fall im Moment zu wenig Mucke, aber er hat mit seinen Side-Businesses auf jeden Fall sehr, sehr viel am Hut mit dem Label, logischerweise. Aber auch das Tattoo-Studio hat gerade eine Vergrößerung bekommen. Dann hat er noch sein Systema am Start. Und ich glaube noch ein, zwei andere kleine Sachen, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen. Ja? Deswegen viel beschäftigt der Mann. Ich hoffe aber trotzdem, dass mehr Mucke kommt. Aber schöne Qualifikation, Alter.
Schöne Qualifikation, auf jeden Fall abgerissen, muss man sagen. Und ich denke, er ist damals auch rausgestochen. Ich kann mich jetzt nicht in die Zeit zurückversetzen, logischerweise. Und ich weiß nicht, wie die Konkurrenz so aussah 2013 im Splash. Aber er war auf jeden Fall schon gut dabei, denke ich mal, ja. Fettes Ding, Alter. Schön, Alter. Ich muss sagen, es ist vielleicht zum Einsturm ganz gut gewesen, mit so einer kurzen Quali irgendwie so ein bisschen diesen Flair vom VBT zu bekommen. Ist ganz nice, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall nächste Woche aufs erste Battle. Wie gesagt, vielleicht auch wieder eine Quali, je nachdem, was ihr wollt. Aber ich bin ehrlich, ich hätte Bock auf ein Battle. So, ich hätte Bock auf ein nices Battle irgendwie. Am besten, ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, welches Vorwissen ich habe. Am besten logischerweise eins, wo ich jetzt nicht jahrelang alle Bücher lesen muss für, um das Vorwissen vom VBT mir aneignen muss, sondern was ich vielleicht auch so checke irgendwie, ja. Ihr wisst, ich habe ja mit Twizzy noch ein Battle geschaut. Ich habe ab und zu mir auch so VBTs schon angesehen. Also guckt am besten eins raus, was ich noch nicht kenne und wo ich vielleicht nicht so viel Vorwissen brauche, damit das für uns alle ein bisschen nicer wird. Ansonsten seid frei, sucht euch irgendwas aus und ich werde halt, wie gesagt, eins von den hochgelikedesten daneben irgendwie. Und hab auf jeden Fall Bock, Freunde. Jeden Freitagabend 20 Uhr ist eine geile Zeit, denke ich, fürs VBT. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, Freunde. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt auf jeden Fall rein, was ihr sehen wollt. Und liked die anderen Sachen ein bisschen hoch. Lest also auch gerne selbst ein bisschen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Ich habe jetzt übrigens auch eine VBT-Playlist extra erstellt. Die werde ich mal im Kommentar anpinnen. Ist einfacher. Dann seht ihr direkt, was ich schon gesehen habe und was nicht. Ja? Easy. Bis dahin, habt noch einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und.